Ein neuer Tag in der Werkstatt mit einer neuen Kamera am Start. Das ist schon mal sehr schön. Wir haben aber immer noch das alte Problem, dass wir kein Licht unter der Hochebene haben. Und das wollen wir heute angehen. Dafür habe ich mir LED-Panels bestellt, die heute an die Hochebene unten rankommen. Und wie das bei mir immer so ist, gibt es natürlich gleich am Anfang wieder ein kleines Problem. Und zwar war ich mir, als ich die LED-Panels bestellt habe, noch nicht ganz sicher, wie ich das Ganze befestige und habe überlegt, ob ich diese Alurahmen nehme, diese eigentlich, die man halt immer dazu bestellen kann. Es gibt aber auch so Clips, die man einklippen kann und wo man es befestigen kann. Und ich habe überlegt, wie ich das nun am besten mache und war der Meinung, dann eigentlich diese Clips bestellt zu haben. Jetzt habe ich die LED-Panels schon eine Weile da und habe die jetzt erst ausgepackt, habe reingeschaut und natürlich sind keine Clips dabei. Ich habe erst gedacht, es war ein Fehler vom Laden, stimmt aber nicht, sondern ich habe sie einfach nicht bestellt. Ich bin auf der Rechnung, auf der Bestellung nicht mit drauf. Das heißt, ich muss mir jetzt irgendwas einfallen lassen, wie ich diese Panels an das USB ranbekomme, denn ich möchte jetzt nicht nochmal 5 Tage warten. Kann ich auch gar nicht, denn das Video soll ja am Samstag rauskommen und deswegen brauche ich jetzt eine andere Lösung. Nach kurzem Überlegen sind mir diese Reststücke von den Dachlatten in die Finger gefallen, die ich ja hier genommen habe, um die oder nehmen werde, um die Balken zu verbinden. Und die eignen sich eigentlich ganz gut. Und zwar war mein Gedanke, dass ich das Vorschaltgerät gerne direkt an die USB-Platte schrauben möchte und das Panel dann quasi unten drunter, sodass das Vorschaltgerät nicht mehr sichtbar ist. So ist es ja in den Alukästen auch. Und deswegen würde ich gerne diese Latten hochkant nehmen und würde dann hier eine Nut reinfräsen, in die ich dann das Panel einschiebe. Das mache ich an allen 4 Seiten und somit liegt das Panel sicher auf. Die Ecken sind zwar offen, aber ich denke, das ist auch nicht die endgültige Lösung, sondern das ist erstmal das, was funktioniert, damit da oben Licht dran ist. Für das Fräsen werde ich mir jetzt erstmal wieder eine provisorische Werkbank bauen. Das heißt, ich nehme die übrig gebliebene USB-Platte und meine alten Werkstattböcke und mache daraus eine Werkbank. Das Fräsen der Nuten werde ich jetzt erstmal mit der Kantenfräse probieren. Zum einen arbeite ich sehr gerne mit der kleinen Fräse, die ist ein bisschen handlicher als das große Ungetüm. Zum anderen ist das noch irgendwo in der Kiste und gerade nicht einsatzbereit. Das heißt, ich schaue mal, ob die das schafft. Die musste schon so einiges schaffen und ihr seid dabei. Ich mache mir es natürlich immer gern einfach, deswegen habe ich jetzt überlegt, wie ich am besten den Anschlag für die Fräse machen kann. Und da werde ich einfach die eine Latte hochkant ranstellen und dann kann ich die Fräse hier aufsetzen und kann lang fräsen. Und das habe ich mir jetzt mal markiert, an welcher Stelle der Fräser dann lang fräst und das passt ganz gut. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ich denke schon, genau. Und das Ganze würde dann so an die Decke kommen. Hier unten ist dann das Panel drin und oben sitzt so das Vorschaltgerät an der USB-Platte drin. Und wie ihr seht, ist da noch genug Luft, dass das jetzt nicht direkt auf dem Panel aufsitzt. Das ist die Theorie. Aber wie wir wissen, Theorie ist nicht immer gleich Praxis. Deswegen probieren wir das jetzt aus und schauen mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das ausgedacht habe. Okay. So, das sieht ganz gut aus, die Nut. Und die machen wir jetzt noch ein bisschen tiefer und dann sollte das Ganze passen.
Ja, das passt ganz gut rein und ist dann hier auf dem Rahmen drauf und darüber kommt das Vorschaltgerät. Das sollte also alles so passen. Bevor ich das jetzt aber in Serie produziere, ich brauche ja 16 so Stück, werde ich das jetzt erstmal noch fertig machen. Das heißt, ich mache jetzt hier noch Bohrungen durch und dann überlege ich mir das nochmal genauer, denn erfahrungsgemäß geht ja immer irgendwas schief. Das heißt, wir schauen erstmal, ob das dann final so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann stellt man davon den Rest her. Jetzt bohren wir die Löcher ein bisschen vor, damit das Holz nicht spaltet beim Anschrauben. Dann bringen wir die beiden jetzt mal an die Decke und schauen mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Bevor wir die LED-Panels jetzt irgendwie wahllos an diese Decke da oben rantackern, muss man sich natürlich ein bisschen Gedanken machen, wie die Werkstatt am Ende aussehen soll. Und das habe ich natürlich gemacht. Das Problem dabei ist nur, ich habe mehrere Varianten und weiß noch nicht final, wie ich das Ganze eigentlich haben möchte. Denn ich habe mehrere Punkte, die ich gern hätte, aber die passen natürlich, wie das immer so ist, nicht alle in einen Plan. Von daher ist es jetzt nicht zwangsläufig die finale Lösung, aber irgendwo muss man ja anfangen. Momentan gehe ich davon aus, dass hier drüben über die gesamte Länge eine Werkbank hinkommen soll und da sollen Maschinen drauf, sowas wie die Kappsäge oder, wenn ich denn irgendwann mal eine habe, eine Ständerbohrmaschine und das soll da drüben hin und da drüber brauche ich natürlich Licht. Das heißt, die LED-Panels werden hier drüben relativ nah am Rand sein. Alles andere ist von der Planung her noch ziemlich offen. Ein Gedanke war, dass genau hier, wo ich jetzt stehe, also ungefähr in der Mitte der Halle, unter dem Beginn der Hochebene, dass ich hier eine Werkbank quasi in die Mitte stelle und ich dann quasi hinter der Werkstatt stehen kann, zum Tor schaue und von dort sozusagen dann auch filme. Die Werkbank, die wird voraussichtlich 80 cm tief. Und das heißt, ich habe jetzt hier oben mir das schon mal so grob ausgerechnet bzw. ausgemessen, vielmehr, wie das Ganze hängen soll. Und das werde ich jetzt anzeichnen und dann die beiden Halterungen anbringen und dann schauen, ob das LED-Panel wirklich reinpasst. Von der Hinterkante aus soll eine Lücke von 45 cm sein und dann kommt das erste Teil hierher. Und der Abstand muss 9 cm betragen. Das ist das LED-Panel und jetzt schauen wir mal, ob wir das an die Decke kriegen. So sieht das aus. Ist wirklich sehr dünn. Ich mache mal die Folie ab. Sehr dünnes Panel. Ist weniger als ein Zentimeter, beziehungsweise oben ist da nochmal so eine kleine Wulst drauf. Von der Rückseite sehr unspektakulär. Und hier ist der Stecker, um dann das Netzgerät anzustecken. Ich würde sagen, das passt. Ganz fertig sind wir natürlich noch nicht, denn das Panel braucht natürlich noch Strom.
So, jetzt stecken wir das Ganze an. Das erste Panel ist jetzt an der Decke und ich mache jetzt weiter mit den nächsten drei. Mist. Wieder ein neuer Tag in der Werkstatt. Diesmal ohne Mütze und dafür mit Brille. Ich überlege mir jetzt gerade, wo die anderen beiden LED-Panels hinkommen. Auf dieser Seite sind die LED-Panels hier relativ nah an der Wand dran, weil unten drunter die Werkbank soll. Und auf der anderen Seite ist jetzt die Frage, wohin mit den Panels. Ich werde die also nicht genau symmetrisch machen, obwohl ich eigentlich ein sehr großer Fan von Symmetrie bin. Aber in diesem Fall hat das einfach keinen Sinn. Ich überlege mir, ein Panel ungefähr dahin zu machen. Für den Fall, dass hier hinten auch mal irgendwie noch eine Maschine steht oder so. Das denke ich passt ganz gut, weil hier hinten sieht man jetzt schon, dass es eine relativ dunkle Ecke sein wird. Also ist ein Panel hier, glaube ich, ziemlich sinnvoll. Und das vierte Panel werde ich wahrscheinlich hierhin machen, aber vermutlich nicht ganz so nah an den Rand wie auf der anderen Seite, sondern halt ein Stück mittiger. So denke ich, habe ich das Ganze relativ sinnvoll ausgeleuchtet. Nicht nur wegen einer gleichmäßigen Ausleuchtung, sondern auch funktional. Das heißt, dass ich dort Licht habe, wo ich es brauche. Und jetzt bringen wir die Panels mal an. Das nächste Panel ist an der Decke. Das ging jetzt ein bisschen straff rein, aber dann hält es umso besser, also kein Problem. Und jetzt geht's zum nächsten Panel. Die vier LED-Panels sind jetzt alle an der Decke. Ob das jetzt die perfekten und auch endgültigen Positionen sind, das weiß ich natürlich noch nicht. Das werden wir einfach schauen. Aber es ist ja auch schnell geändert. Das sind ja nur vier Schrauben und dann können wir das Ganze auch wieder umpositionieren.
So ist das aktuelle Lichtverhältnis jetzt unter der Hochebene. Das Tor ist zu und man sieht hier unten eigentlich fast nichts mehr. Deswegen haben wir ja das Projekt LED-Panels gestartet bzw. heute umgesetzt in diesem Video. Und jetzt haben wir hier eine Steckdose und einen Stecker. Und wir schauen mal, was passiert, wenn wir das zusammenstecken. Wow, wir haben Licht. Wahnsinn. Jetzt ist es hier drin super hell. Ich hoffe, das kommt im Video einigermaßen rüber. Im vorderen Bereich, zeige ich euch gleich, ist es natürlich jetzt noch etwas dunkler. Aber hier ist es super hell und zum Arbeiten perfekt. Und jetzt kann es im nächsten Video weitergehen mit dem weiteren Ausbau der Werkstatt. So sieht das Ganze jetzt von vorn aus. Und ich bin mir jetzt schon nicht mehr ganz sicher, ob dieses Panel wirklich gut sitzt. Vielleicht hätte ich das doch lieber hier vorbringen sollen. Aber das Schöne ist, dass wir da ja vollkommen flexibel sind. Wir müssen einfach zwei Leisten ranschrauben und schon können wir das Panel woanders hinsetzen. Davon aber abgesehen bin ich mit dem Licht extrem zufrieden. Das ist wirklich hell. Ich hoffe, dass das im Video einigermaßen so rüberkommt. Aber es ist wirklich taghell hier in der Werkstatt. Das war natürlich das Ziel und ich freue mich extrem, dass das auch so geworden ist. So sieht das Ganze also jetzt an der Decke aus. Und wenn man jetzt mal von ganz hinten Richtung Tor schaut, dann sieht man schon, dass der vordere Teil etwas dunkler ist. Aber da wird sich im Laufe der Zeit sicherlich noch eine Lösung finden. Aber wichtig ist natürlich erstmal, dass hier in dem Bereich, wo die Werkbank hin soll, Licht ist. Und das haben wir heute mehr als erreicht. Ich bin sehr zufrieden und wir sehen uns im nächsten Video.